Oder die Korrelation beschreibt letztlich die Stärke der linearen Assoziation zwischen zweier Variablen. Es gibt verschiedene Zeichen, mit denen Korrelation oft irgendwie benannt wird. Also sehr häufig sind großes R oder ein kleines R oder ein Rho. Also so als Semikonvention ist es so, dass ein Rho, der griechische Buchstabe, immer eigentlich die Population bezeichnet. Und R oder kleiner oder groß R immer Stichprobenkorrelationen, also letztlich Datenkorrelationen. Der Absolutwert dieser Korrelation misst die Stärke, in der zwei numerische Variablen miteinander zusammenhängen. Ich habe hier mal drei Beispiel-Datensätze. Und links oben ist dann immer der R-Wert. Wie man den berechnet, da kommen wir dann nachher dazu, gegeben. Ja. Das sind jetzt immer Werte XY. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel ganz links, dass es da einen klaren linearen Zusammenhang gibt. Also ein großer X-Wert bedeutet großer Y-Wert. Ja, das heißt, also alle X-Werte sind letztlich die Variable 1, alle Y-Werte sind die Variable 2. Und wenn das eine Gerade ergibt, dann gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen den beiden. Deshalb heißt das ja auch Gerade. So, wenn die alle exakt, diese Punkte exakt auf einer Linie liegen würden, dann wäre es eine perfekte Korrelation, dann wäre es ein R von 1, ein R-Wert von 1. Ja. Was man jetzt hier sieht, ist, wenn Sie da durch diese Punktwolke eine Linie durchzeichnen würden, dann gibt es da immer so Abweichungen rechts und links davon. Und je größer letztlich die Streuung in diese Richtung um diese gedachte Linie ist, umso kleiner wird dann der R-Wert. Okay, das sieht man zum Beispiel hier. Hier ist R gleich 0,69. Und da sieht man, dass die Streuung halt sehr viel größer wird. Hier ist R0, ungefähr 0. Da können wir jetzt gar keine gedachte, oder können wir jetzt beliebig verschiedene gedachte Linien durchlegen. Ja. Hier scheint es keinen linearen Zusammenhang zwischen X und Y zu geben. Also die Größe des X-Wertes sagt nichts über den Wert von Y aus, mit anderen Worten. Okay? Ja. Die Frage war, ob die Steigung dieser Linie auch etwas damit zu tun hat. Mit R, wenn ich jetzt den besten linearen Fit durch die Punktfolge lege, ist dann R ungefähr M? Nee. Gar nicht. Okay. R ist immer zwischen minus 1 und 1. Also, genau. Also, die Linie steigt doch auch zwischen minus 1 und 1 mit Fit. Nee, da sind keine Werte an der Achse. Achso, ich dachte jetzt, wenn man ein bisschen Koordinatenursprung in die Linie legt, dann kann die in diesem Bild. Achso, es kann auch eine Steigung von 1, x sein. Es kann eine Steigung von 5 sein, es kann eine Steigung von 0,1 sein. Ja. Beides kann ein perfekter linearer Zusammenhang sein. Wenn die Punkte alle auf dieser Linie liegen, ist es eine perfekte Korrelation. Ja. Was letztlich auch bedeutet, dass wir, wenn wir nur einen Wert können, den anderen, je größer R ist oder je näher R an 1 ist, umso eher können wir, wenn wir X wissen, Y vorhersagen, mit anderen Worten. Ja. Also über diese Korrelation kommt man dann sehr schnell in so Vorhersagemodelle, zum Beispiel von Daten. Eine Funktionsgleichung macht ja nichts anderes. Wenn Sie X kennen, können Sie Y vorhersagen. Okay, das Vorzeichen dieser Korrelation sagt uns jetzt etwas über die Richtung der Assoziation aus. Also abhängig, was kann ja sein, großes x gleich großes y oder großes x gleich sehr kleines y, ist ja beides eine sehr gute lineare Korrelation. Ja, also man spricht dann von, wenn r nahe an 1 ist, spricht man von korreliert, und wenn r nahe an minus 1 ist, spricht man von antikorreliert. R
als Zahl oder Row liegt immer zwischen plus und minus 1. Ja. Man, ja. Okay. Ja, dieser Korrelationskoeffizient ist, das ist auch nochmal wichtig, beim Ausrechnen immer darauf achten, der muss einheitenfrei sein. Ne? Eine Zahl, die einheitenfrei ist. Das heißt, der ist auch, also der ist einmal durch die Einheitenskalierung nicht beeinflusst. Ja, hier habe ich jetzt mal irgendwie die gleichen Daten geplottet und die Einheiten verändert auf der X-Achse. Einmal in Pfund, einmal in Kilo von Körpergewicht. Das darf nichts verändern. Und eine Korrelation von x mit y impliziert natürlich auch eine Korrelation von y mit x. Das heißt, Spiegelung der Achsen, also Invertierung von x und y, darf keinen Unterschied machen. Ich habe jetzt hier x und y vertauscht in den beiden oberen Plots und das muss das gleiche r geben, logischerweise. Dieser R-Wert, das werden wir gleich beim Ausrechnen sehen, aber hier an dem Plot ist das auch nochmal so gezeigt, ist hochempfindlich gegenüber Ausreißern. Ja, das ist also, wenn ich hier links dieser fast perfekten Korrelation einen Ausreißerpunkt hinzufüge, wird das R irgendwie sehr stark vermindert. Wie bitte? Dann würde man die vorher beseitigen. Naja. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Was machen Sie denn, wenn Ihre zugrunde liegende Physik, die Sie messen, so aussieht, dass sie dann halt hier irgendwie flach wird? Gibt ja Beispiele von, ne? Dann wäre das gravierender Fehler, diesen Ausreißerpunkt zu entfernen. Genau. Naja, wenn Sie jetzt einfach diesen Graph in einem Paper sehen und müssen so aus dem Bauch heraus entscheiden, wie groß ist denn diese Korrelation, welche von den fünf Antworten würden Sie da nehmen? Zwei. Bitte? Wer ist denn für den ersten? 0,6. Keine. Okay. Den zweiten? Okay. Den dritten? Dann müssen Sie schon entscheiden. Den vierten? Okay, und den fünften. Warum kann der fünfte nicht? Also fangen wir mit dem an. R muss zwischen plus und minus 1 liegen, ne? Also das ist so. Also sich jetzt hier zwischen 3 und 4 klar zu entscheiden, da würde ich Sie jetzt wahrscheinlich einfach dadurch, dass ich hier eine Linie reingemalt habe, ein bisschen in die Irre führen, weil das ist ja nah beieinander, 0 oder 0,1. Wenn ich nur die Punkte male, sehen Sie per Auge den Unterschied zwischen der Korrelation von 0 und der Korrelation von 0,1, sehen Sie nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Egal ob Plus oder Minus. Ja? Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt was sehen würde und ob ich nicht wegen diesem gelben und dem roten Strich, das so aussieht, dann kommt es einem irgendwie korrelierter vor, als es vielleicht eigentlich ist. Und das Ganze drumherum nicht mehr. Deswegen war ich mir nicht sicher. Ja. Also ich meine, wenn Sie sich diese gelben Dreiecke mal wegdenken, da sind keine Punkte drin, zuallererst mal. Und den roten Strich, dann ist, wenn Sie sich den roten Strich auch wegdenken, dann sehen Sie, dass irgendwie es so einen Trend von links oben nach rechts unten zu geben scheint. So, also eine negative Korrelation, minus 0,1, ist irgendwie, dafür ist das zu deutlich. Minus 0,7. Aber, so, Sie haben natürlich recht, auf der anderen Seite ist unser Auge super da drin, Korrelationen zu sehen. Auch da, wo keine sind, oder?
Das ist das Problem. Ihr Auge sucht natürlich nach Mustern per se. Ne? Sie sehen überall Gesichter drin. Ne? So, das ist einfach, da ist, ne? Das Rückenmark ist darauf trainiert, Gesichter zu erkennen. So, da kann man nichts machen. Ja? Da ist es mit Korrelationen auch ein bisschen so. Ja. Das heißt, das ist auch immer das Erste, was einem einfällt. Ne? Wenn Sie irgendwie, Sie machen irgendwie Messungen und Ihr erster Instinkt ist, das mal zu vergleichen mit anderen Ergebnissen. Kriegen andere das Gleiche raus, ja, um rauszufinden, ob Ihre eigenen Messungen vernünftig sind oder nicht. Vielleicht haben Sie ja irgendwie Quatsch gemacht, weiß ich nicht, um eine Hypothese zu testen und so weiter. Aber da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Und das zeige ich hier an diesem Beispiel.